Hallo miteinander und herzlich willkommen zu einem Let's Play. Ja, ich habe jetzt eigentlich verdammt lang keins mehr gemacht. Der Grund, warum ich mich jetzt dazu entschieden habe, noch mal eins zu machen, weil eigentlich habe ich nicht mehr vor, weil ich eigentlich sehr selten game. Aber ich habe etwas gefunden, wo ich intensiv mit Kollegen am Spielen bin. Viele erkennen vielleicht schon, was es ist, und ein paar denken vielleicht auch gerade an ein anderes Spiel. Ich spiele Outlaws of the Old West. Das ist ein Survival-Spiel, eigentlich wie Ark. Sehr ähnlich kann man sagen. Ein paar Sachen macht es ein bisschen besser, ein paar Sachen macht es ein bisschen schlechter. Es ist ein Western-Spiel, wie man schon schön sieht und dem Namen entnehmen kann. Es wird von Virtual Basement produziert, hergestellt, gemacht. Der Name sollte doch eigentlich bekannt sein, und zwar haben die schon Ark hergestellt. Ark und Citadel, Forged with Fire und noch irgendetwas, wo ich es gerade nicht mehr auswendig weiß. Also sie sind nicht unerfahren, sie haben wirklich Ahnung, was man machen will, wie man etwas baut, produziert. Und ich bin jetzt doch so weit fasziniert von dem Spiel, dass ich denke dann, hey komm, mach jetzt mal für meine Schweizer Freunde und für die, wo Schweizerdeutsch verstehen, nicht in der Schweiz sind, mal ein Let's Play. Ich zeige euch mal, was es geht. Ich spiele jetzt nicht in dem Sinn, dass ihr zuschaut, wie ich etwas baue, sondern ich erkläre euch einfach schnell, was es ist. Im Grunde genommen ist es sehr ähnlich wie, ja, ich finde, es geht mehr jetzt an Conet, oder wie hat das geheißen? Conet. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Conet ist, ja, sollte vielleicht das Natel lautlos machen. So. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube Conet, oder wie das Spiel da heißt, das Survival-Spiel da, ist glaube auch von denen. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, kann sie das gerade gleich erzählen. Aber Ark ist von ihnen auf jeden Fall. Was ich cool finde, was sie sehr gut machen, du kannst zum Beispiel, wie ihr gerade seht, Werkzeuge in der Hand haben und trotzdem noch Sachen abbauen. Das geht ja bei Ark zum Beispiel nicht. Ihr müsst freie Hand haben, das heißt, mit das, was ihr in der Hand habt, wirklich weglegen und erst dann könnt ihr das Zeug auflesen. Das geht da auch ohne. Was ihr da noch seht, das sind NPCs. Also die komplette Stadt da, die haben wir gebaut. Allerdings nur das Haus haben wir wirklich Holz für Holz aufgebaut. Und da den aus Ziegel, das zeige ich nachher. Alles, was ihr da seht, alles. Das alles. Inklusive dem kleinen da. Das sind fertige Häuser, die man kaufen kann. Sprich, ich habe hier einen Briefkasten. Und dann kann ich für Geld, nicht für echt Geld, das Geld müsst ihr euch verdienen. Okay, ich sehe, ich habe Durst. Wenn ihr euch verdienen, könnt ihr für 50 Dollar zum Beispiel Schneider kaufen, Saloon und und. General Store, also ganz normal Lebensmittelladen. Sheriff Station, Sheriff Station haben wir gemacht, also gekauft. Und dann könnt ihr Sheriff anwerben, das haben wir auch gemacht. Bringt allerdings nicht viel, weil wir spielen auf dem offiziellen PvE-Server. Ich habe die Grafik komplett oben. Ah, schaut mal. Ja, ist gut, ich kann ja gut trinken, Himmelherrgott. So. Schaut das mal an, Mann, wie schön das ist. Halb 9 am Morgen. 28 Grad. Das seht ihr oben rechts. Das ist Irliches. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, man merkt es. Es ist schon noch ein bisschen buggy, es hat schon einiges, was muss verbessert werden. Aber sie sind sehr aktiv dran. Ich glaube, die letzten 9 Monate sind 2-3 Updates rausgebracht. Das haben wir auch in mir aufgestellt. Kann man eigentlich abschalten. Das braucht es jetzt nicht, wenn es Tag wird. Das Sheriff Station. Also im Grunde fände ich wie die Ark herstellen. Ich fände da mit dem kleinsten an. Erst müssen wir am Boden, was er vorgesehen hat, was ich gemacht habe, Steine aufsammeln, Holz aufsammeln. Auch das Anfangswerkzeug. Eigentlich gleich wie bei Ark, oder? Da sieht man Ähnlichkeiten zu Ark, das ist ja der gleiche Hersteller. Okay. Craften geht sehr viel schneller, sehr viel einfacher. Ihr baut mehr Holz ab und Steine als jetzt zum Beispiel bei Ark. Sprich,
Ihr könnt, wenn ihr wirklich fleissig dranbleibt, also 3-4 Stunden am Stück, nicht einmal, 1-2 Stunden lang, am Stück könnt ihr Holz abbauen, Stein abbauen und so weiter, könnt ihr so ein Haus, und viel grösser, doppelt grosses Haus bauen. Was ich cool finde, ihr könnt zwar leveln, aber die Levels, die bringen euch bisher, vielleicht gibt es noch einen anderen Trick, was ich noch nicht kenne, aber bisher bringt euch das nur das, wie bei Arca ebenfalls. Ihr könnt die Präzision erhöhen, ihr könnt mehr tragen, temperaturresistenter, weniger schnell Hunger und so weiter. Da ich Scharfschütze bin, da unten gesehen der Scharfschütze der bei mir, Pistole habe ich auch noch und das typische Western Gewehr zeige ich euch noch. Habe ich das gepusht, oder? Ihr habt, was ich geil finde, das finde ich ein bisschen besser als bei Ark, wirklich brutal viele Waffen. Was ihr seht, und einiges. Ich kann auch Waffen verkaufen, verkaufen. Auch Kleider, so jetzt habe ich mal gelesen, über 1000 Kleidungsvariationen geben. Also ihr könnt euch beliebig anlegen, machen. So sehe ich aus. Gut, jetzt zeigst du dein Gesicht halt nicht. Das war mal unsere erste Hütte gewesen, da den Pferden her. Mittlerweile habe ich einen Stall gebaut, den habe ich selber gebaut. Also der ist jetzt nicht gekauft. Den Kollegen das Feuer vergessen abzustellen. Und der schadet um die Kohle. Und das sind die Werkbänke, und er dann... Das ist jetzt ein Metall. Ja, es ist noch nicht alles deutsch übersetzt, da steht jetzt noch Window. Teils stehen noch gewisse Sachen. Da seht ihr jetzt zum Beispiel schnell Bronze und dann Refined Tin und Copper, oder? Es ist noch nicht alles 1:1 übersetzt, also. Aber sie sind aktiv dran, das finde ich wirklich cool. Da könnt ihr jetzt alles, was aus Metall ist, bauen. Verschiedene Eisenbarren, Gold, Silber, Ziegel, Adobe, da steht es jetzt wieder auf Englisch, Bronze, Steel, das ist jetzt wieder Englisch. Stört aber überhaupt nicht, das ist sehr wenig, was auf Englisch ist. Dann haben wir extrem viele verschiedene Sachen. Mortar und Pestle, okay, jetzt ist genau das auf Englisch. Und ich sage euch so viel, das ist noch nichts. Also ich hab noch nicht alle Werkzeuge gebaut. Ihr könnt Werkzeuge bauen und mit den Werkzeugen habt ihr dann, wenn ihr recht in die Maustasche drückt, Foundation, oder? Denkt ihr, nur das? Ja, aber nur das mit nur dem Werkzeug, das ist jetzt zum Beispiel aus Stein. Kann ich das wegnehmen? Kann ich zum Beispiel mit dem fangen wir an. Das ist der erste, den man hat. Dann baut man eigentlich da das schrottiges, grusiges Holzding da. Wenn man dann ein bisschen weiter ist, gibt es noch den aus Eisen. Mit dem baut man dann ein bisschen die luxuriöseren Sachen. Bretterwand. Bretterwand mit Fensterausschnitt, oder? Das ist jetzt aus Holz. Gibt aber nochmal einen anderen Hammer. Ich hoffe, ich finde jetzt genau den da. Der ist nochmal eine Stufe höher. Dann haben wir schon die elegante, oder? Die Holzwand. Das sieht dann im Grunde noch, kann ich es euch noch zeigen. Das ist jetzt die erste Stufe. Die zweite Stufe ist die, die ich vorzeigen kann. Ich habe leider nichts mit der zweiten Stufe. Aber wir können direkt in die dritte Stufe gehen. Und zwar sieht das dann so aus. Und die Kerzen brauchen keinen Kraftstoff oder Kohle oder so. Die brennen immer. Und was ich cool finde, das ist besser als bei Ark. Ob du direkt mit der Kerze zustehst oder weiter weg gehst, es hat keinen Einfluss auf die Temperatur. Das finde ich recht cool, oder? Weil es jetzt extrem realistisch ist, wo man denkt, ja nein, das ist bei Ark besser. Mich hat das extrem aufgeregt. Bei Ark bist du draussen, hast gefroren, bist reingegangen, hast ein bisschen zu viele Fackeln gehabt und dann hast du geschwitzt wie ein Tier. Also, da ist einfach verdammt heiß gegangen. Im Kühlschrank gibt es verschiedene Stufen, das ist jetzt die kleinste Stufe. Da hat der Kollege Remo netterweise Eis reingelegt. Das Essen kann auch verderben. Wir sehen, er verdorben zu 91%, das ist aber nur der erste. Sobald ich den ersten friss, die hinten dran, die anderen 90 sind sauber, also die fängt immer, so wie ich gesehen habe, fängt es immer an, eins für eins zu verderben. Also es sieht dann so aus, da wo 6 ist, verdorbener Gegner. Aus dem kann man den Kompost machen. Dann kann ich gerade zu der anderen Hütte, da haben wir den Kompost. Da
können wir dann abpflanzen. Und die letzte und höchste Stufe, das ist da. Was ich jetzt cool finde, bei Ark müsst ihr ja mit dem Punkt, den ihr freischaltet, mit dem Leveln, könnt ihr die unterschiedlichen Elemente, die ihr baut, freischalten. Das ist da nicht. Ihr habt da von Anfang an alles. Also ihr könnt direkt im Einstieg vom Spiel entscheiden, okay, ich tue gerade von Anfang an alles aus Ziegel bauen. Das ist einfach so im Western damals war halt das modernste. Also gut, auch heute noch ist es sehr modern. Ihr wisst, was ich meine. Oder das wird jetzt unsere neue Haupthütte. Die wird sehr gross und auch recht hoch. Das hölzerne Monster wird abgerissen. Schmeißen wir weg, das einfach nur grusig ist. Da hinten ist unser Städtli. Zeige ich euch noch schnell Pferd. Das sind übrigens verschiedene Kutschen. Jetzt hätte ich euch noch etwas anderes können zeigen können. Kutschen haben wir auch. Das Spezielle an dieser Kutsche ist, dass ihr da innen könnt verwachen, wenn ihr sterbt. Dann setzt Spawn Point. Es gibt noch andere Kutschen. Eine, die nur für Transport ist und eine, die etwas mehr kann. Ich weiß jetzt nicht. Ich habe sie ausgestattet. Dann muss ich dann mal in die Küche laufen. So. Genau da natürlich. Foundations. Das ist aber Barn, also der Stall. Mit dem könnt ihr entweder kaufen den Stall. Das haben wir gemacht. Stable, ja. Ist allerdings unnütz, weil ihr könnt das Pferd nicht rein tun. Also wir haben es nicht geschafft. Bei uns ist es sogar durch den Boden glitscht, weggepackt, wie immer. Darum habe ich jetzt selber eins gebaut. Das sind unsere Pferde. Schmeiss und ein Kollege sein. Hadelsblatt. Und sein Pferd heisst Mischiefschnonen. Irgend so etwas. Dann drehen wir uns ins Pferd. Das ist jetzt abgebunden. Das können wir den Pfosten wegbinden. Ja gut, zum Glück glitscht man da durch. Und das Geile ist, die Pferde die sind so extrem schnell. Und die haben recht lang Ausdauer. Die haben wirklich hohe Ausdauer und ich könnte das ja noch aufentun. Also mein Pferd hat jetzt 8. Level. Lacht und ich habe glaube alles auf Energie da. Und was ich auch noch cool finde, ihr wisst ja bei Ark, da tut man eigentlich alles auf Gewicht leveln. Weil ihr könnt so unglaublich wenig tragen. In dem Spiel könnt ihr so verdammt viel tragen. Das ist einfach so. Jetzt sieht man zum Beispiel Seil nicht. Vorher haben wir es gesehen, jetzt sieht man es nicht. Oder das ist halt noch ein bisschen Bug. Kostenlos binden, okay. Ich mache nur so eine kleine Kontrolle. Es ist PvE, das heisst, es kann niemand da hingehen und irgendetwas aufmachen. Die Ark müsst ihr ja gedrückt halten und dann könnt ihr Pin setzen und dann könnt ihr irgendwie machen, dass es nur, glaube ich, die von eurer Gilde oder Allianz, oder wie man es dort auch wieder genannt hat, könnt aufmachen. Das ist da nicht der Fall. Ich könnte es da immer. Also es ist da immer zu, also nur die von eurer, wie nennen sie es da, Social, ja, nur die von eurer Gilde könnt ihr es da aufmachen und kann ich da das Pferd füttern, das Gangbang fressen, das ist mein Pferd, sind auch da gerade, wie das Futter runtergegangen ist, wie es weniger geworden ist, fragt euch bitte, wie das Gangbang heisst, das Gangbang saufen. Waffe, also Tonqualität ist so geil. Wenn ihr einen Baum fällt, kann ich es euch nachher schnell zeigen. Das ist mal noch das Gewehr. Die Animation ist recht geil. Was haben wir da noch? Ich habe mal einen Baum gefällt, ich nehme doch gerade den hier. Da habe ich den Zug gemacht und das schießt mir gerade alles durch auf und zu machen. Das wird dann so aussehen. Und das Geile ist, es ist alles so
gel umrandet. Seht ihr, wenn ich jetzt herlaufe, dann zack, dann weiss man, okay, das kann ich abhauen. Das sieht dann so aus. Das zum Beispiel wird nicht gel umrandet, das heisst, da passiert nichts. Da muss ich neue Spitzhacke machen, weil ich habe jetzt die erste gemacht, weil die andere in der Mine abgeht. Oder da kann ich auch nichts abbauen. Jetzt gehe ich schnell an einen Ort, wo man kann. Da könnt ihr übrigens Gold, das ihr könnt farmen, in Geld umtauschen. Aber am einfachsten und am schnellsten geht es, indem ihr Pferde holt. Ich sehe gerade einen Kollegen, der glaube ich da schon abbaut. Jetzt habe ich so einen Stein gehabt, den ich abbauen kann. Egal. Pferde könnt ihr fangen mit dem Lasso. Nicht mit dem. So. Oder? Und dann haben das Pferd. Dann gibt es ein Minispiel, wo ihr müsst drücken, die linke Maustaste drücken, wenn es bei einem Balken angekommen ist. Dreimal gesamthaft, das geht sehr schnell und dann gehört das Pferd euch. Das ist jetzt aber nur beim Pferd. Den anderen Tieren, also bei Esel weiss ich, ist es auch so, aber es gibt andere Tiere, wo es nicht so ist. Da unten hat es Büffel. Oh. Ah ja, Fallschaden. Keine Ahnung, ob es das gibt. Ich habe es noch nie erlebt. Da kommt man mit Minen runter und unten ist man wirklich so, wie man es halt kennt von den Filmen. Das ist eine richtige verwinkelte Mine. Hühner. Wo sind sie? Mafia, das Geier. Was sind Hühner hier? Hallo, ich zeige euch gerade schnell, wie das im Kampf. Okay, normalerweise greifen sie an, wenn sie schiessen ist. Jetzt offensichtlich nicht. Wenn du nicht abschrecken, dass sie so schnell sterben. Sie sterben nicht schnell. Ich habe da jetzt in der Hand eins von den stärksten Gewehren im Spiel. Ihr müsst auch nicht drauf klopfen, bis ihr das ganze Zeug farmt. Wie die Arche, sondern laufen dran und drücken einfach eh. Es ist. Ich habe gerade letztens am Kollegen, wo wir da am Holz sammeln waren, gesagt, in diesem Spiel macht Cheaten gar keinen Sinn oder Hacken. Weil es ist so einfach, ihr könnt in so kurzer Zeit so viele Ressourcen sammeln gehen und bauen. Das ist Wahnsinn. Oder? Ich finde das cool, weil ich als Familienvater kann ich nicht so viel gamen gehen. Und meistens ist es gerade mal 2 Stunden in der ganzen Woche zusammenzählt. Und wenn ich wie bei Ark einfach ewig lang muss gehen sammeln und machen, damit ich verschiedene Hütten bauen kann, dann verliere ich relativ schnell das Interesse. Und in dem Spiel ist es nicht so, also ihr könnt sehr schnell Sachen bauen. Ihr habt ja auch einen Zug, wo ihr könnt Städte verbinden könnt. Ihr könnt so viele Städte bauen in der Windhouse Train Station. Und ihr könnt die Hütten alles selber bauen und damit ihr könnt trotzdem handeln und machen. Goldwender. Könnt ihr einfach nur die einzelnen NPCs kaufen. Und zwar haben wir Laufpause. So. Da haben zum Beispiel Bank-Items. Und dann kann ich mir die Bank selber bauen. Oder wenn ich sage, das ist eine hässliche Bank. Also ich finde es jetzt schön, aber wenn jetzt einer sagt, das ist eine hässliche Bank. Ich will mir selber eine Bank bauen und vor allem nicht aus Holz, sondern ich will eine richtig schöne Wand, die aus Ziegel, wie die Hütte, die ich am Bau bin. Könnt ihr einfach da die Elemente und die kaufen ihr nicht, sondern ihr seht, ihr braucht 4 Eisenbarren und 10 Bretter. Am Anfang, also die Hütte, da braucht ihr keine Bretter, sondern einfach nur Holz. Ausser die Türen und die Fenster braucht ihr Bretter. Falls ihr eben ein bisschen elegantere Sachen bauen wollt, dann müsst ihr halt da hingehen zum Beispiel und dann kann ich jetzt sagen, alles herstellen, so viel wie ich da gerade im Inventar habe, oder einen einzelnen kann ich einfach anklicken, oder ich gehe da unter die Menge eingeben, 10, und dann tue ich einfach nur 10 herstellen. Also, da habe ich mal Papier hergestellt, das war vor einer Woche, das ist immer drin, offensichtlich will niemand Papier. Und ja, also ihr könnt wirklich extrem viel machen, craften, bauen. Es ist nicht so, dass wenn man schnell an etwas herkommt, dass es schnell langweilig wird. Das glaube ich nicht. Außerdem ist das so fucking riesig. Die Map ist wirklich riesig. Von unserem Gebäude bin ich mal 15 Minuten echte Zeit da hochgeritten. Und so, da wo N ist, da ist die Grenze.
Das heisst, ich hätte nochmal müssen 15 Minuten rein, eine halbe Stunde bis laufen. Dann sind wir von da mal da runtergeritten, dahin. Das ist voll das Ödland da unten. Und wir haben in etwa 20 Minuten gebraucht. Das ist noch nichts. Also, wir sehen von da. Da oben ist etwa die Grenze. Da kann man nochmal etwa in 20, 25 Minuten runterreiten. Also, die Map ist riesig. Ihr könnt wirklich sehr geil erforschen gehen. Dann haben wir das Schneebiom. Dort oben ist alles mit Schnee. Dann Grünlandschaften mit grossen, saftigen Wiesen. Und wir sind da relativ an der Grenze zum, ja, ich sage jetzt mal Grand Canyon. Wenn ich jetzt da hinten gehe, dann kommt so typisches Nevada, Arizona oder so. Das Ödland, rote Erde. Das ist wirklich geil gemacht. Das Spiel macht sehr, sehr viel Spaß. Ich spiele jetzt seit 2 Wochen. Und die haben zwei Kollegen, der eine jetzt seit 2 oder 3 Tagen, der andere glaube ich seit 2 Wochen. Und wir sind täglich online. Also es macht schon recht süchtig. Also ja. Ich glaube, das wäre sehr viel mehr, kann ich da jetzt gerade so nicht zeigen. Aus einem einfachen Grund. Ich habe selber nur die Hälfte von all dem, was man kann machen, erforscht, gemacht. Ich denke mal, ich werde mal sicher ein Let's Play machen, wo ich wirklich baue. Wo man sieht, wie alles aufgebaut wird. Und abbaut. Und, und. Und wenn ich mal wieder reise mit den Kollegen, würde ich euch sicher auch mitnehmen in einem Let's Play, also so 20 Minuten wie jetzt. Und Banditen könnt ihr auch jagen. Es gibt Banditen, das nennt NPCs, die stehen rum oder latschen einfach gerade dort in ihrem direkten Umfeld. Da bei mir in der Umgebung hat es jetzt eigentlich wenig, ich muss schon ein bisschen reiten. Es ist recht lustig, sie sind im Fall nicht schlecht. Also, ich habe schon dumme NPCs erlebt, die einfach an Ort und Stelle gestanden sind. Sie haben zwar sehr gut getroffen, mich fast umgebracht, aber sie haben sich gar nicht bewegt. Also ich kann sie locker können nachher umbringen. Solche, die sind extrem schnell, oder? Das säckelt er davon, spurt er, denken, wir haben genug Abstand, kehren euch um und die sicher sind genau hinter euch, weil sie einfach genauso schnell noch gesäckelt sind. Ja, dort ist übrigens noch der Salon. Leider keine Musik aus dem Salon. Das finde ich schade. Ich hoffe, das wird noch gemacht, dass es in einem Update kommt, dass man, umso näher man zum Salon hergeht, umso mehr hört man die Musik. Da können wir raufgehen. Ja, das ist ja Spiel ein bisschen lieber, die da. Also, ja, das ist ein bisschen hallo? Okay. Das händ ihr jetzt nicht. Nein, das kann ich nicht. Nein, 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 das kann ich nicht. Ah, nein. Es ist ein bisschen buggy, es hat schon ein paar Sachen. Es ist erst im 2019 rausgekommen, oder? Ja, 2019. Und eben, sie haben schon einige Updates rausgebracht, wo einiges verbessert hat und erweitert hat. Vorher hat man nur 4 Slots gehabt, jetzt haben wir 8. Also sie sind aktiv dran. Also, dann hoffe ich, dass ihr Spass gehabt beim Zuschauen. Habe ich vielleicht ein bisschen geholfen bei meiner Entscheidung, ob ihr das Spiel wollt oder nicht. Vielleicht habt ihr das schon gesehen und nicht gewusst, ob es etwas wäre für euch. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen näher bringen, die Entscheidung. Und wir sind im swissmp.ch Forum. Toll, Charakter hat Hunger. Das ist ja einfacher. Einfach Doppelklick. swissmp.ch Forum. Ich tue den Link unten herschreiben. Ihr könnt so schreiben, könnt mir auch direkt schreiben, so, hey, ich habe Bock, welchen Server spielst du? Wir spielen übrigens auf einem offiziellen Server, hat sehr einen guten Ping. Der ist so um die 30 bis 40, je nachdem wie viele Spieler drin sind. Das hat dann 6 Spieler. Jetzt um die Zeit. Also natürlich sehen wir welche Zeit. Das ist kurz vor Mitternacht. Unter der Woche. So. Eben könnt ihr dann schreiben, sagen, hey, ich hätte Bock, ich will auch mit euch mitspielen. Ihr könnt unsere Stadt mit dem Zug verbinden zum Beispiel. Und so weiter, oder mir Fragen stellen, so, und wie ist das mit dem und dem, dann würde ich euch gerne darauf antworten. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Tag, ciao zusammen.